Und weiter geht's mit einer neuen Folge Animal Shelter. Wir sind hier heute in unserem wunderschönen Tierheim Urlaubsopfer. Und ja, es geht weiter. Eine neue Folge. Wir haben ja zuletzt alle Hunde quasi verkauft. Wir sind alle losgeworden. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Na guck mal, jetzt sieht es so aus, als ob wir hier richtig Attacke Vollgas machen können und unser Animal Shelter hier, unser Tierheim, ausbauen können. Geh in den Baumodus. Hier sind wir doch. Ja, insgesamt sind wir jetzt hier bei 9.900, fast 10.000 und sollen jetzt hier in den Baumodus gehen. Da ist er. Ach, guck einer mal einer. Also, das ist ja mal schick. Das ist ja schick. Das heißt, wir sehen hier schon Erweiterung, Erweiterung. Und Erweiterung. Was sollen wir denn machen? Hier haben wir noch die Straße. Das ist das gesamte Grundstück. Versuche das Gelände vorzubereiten, indem du die Gebäude neu anordnest. Nee. Doch. Ach. Okay, die Zwinger habe ich jetzt gerade schon verschoben. Ja, man muss natürlich dann schauen, wo alles hinpasst, ne? In welche Ecken. Wir haben jetzt hier die Garage. Die kann nachher da unten hin. Hier ist der Müllplatz. Kann man das denn auch drehen? Da haben wir es doch stehen. Objekt drehen mit Q und E. Oh, wir können sogar so schräg platzieren. Okay, das ist wild. Das heißt, wir sind nicht angewiesen auf 100% rechteckig. Leider ist der Drohnenplatz ja irgendwie fix anscheinend, ne? Den kriegen wir nicht weg. Tja, was wäre denn interessant? Ich glaube, wir stellen mal unser Hauptgebäude direkt hier in den Eingangsbereich. Dass wir das hier so als erstes haben. Eingangsbereich, Hauptgebäude, direkt vorne, alles dicht an dicht. So, und dann sagt er, kaufe eine Waschanlage. Eine Waschanlage? Waschraum. Der Waschraum würde jetzt an der Position sein vom Rabams. Vom Hauptgebäude. Wow, wir können tatsächlich so nah ran hier. Und wir können auch hier drin Sachen umstellen. Okay, das ist wild. Okay, das ist wirklich wild. Bedeutet also, ich könnte mein Büro umstellen und alles. Ist das so? Ich könnte meinen Schreibtisch direkt hier vorne hinsetzen. Das ist ja viel cooler. Da muss ich nicht immer so weit rennen. Wir machen die Verwaltung und das Büro direkt hier vorne hin, Alter. Und wir machen so Möbels und Gedöns. Wir machen hier hinten, machen wir so eine... So, warte mal, Stühle lassen wir da. Wir machen hier hinten, hier war doch der Kaffee drauf. Der kommt hier hinten in die Ecke. So, wir tauschen einfach mal. Ich hätte gerne vorne das große Büro, Alter. Und hier hinten ist dann der Pausenraum für Personal und alles. So, ne? Wir machen das doch einfach mal ein bisschen praktischer, damit wir hier auch einen vernünftigen Animal Shelter leiten können, Alter. So, hier vorne ist der Teppich. Da machen wir da drauf. So. Das soll doch mal, soll mal einer sagen, Alten, wir hätten hier nicht alle Möglichkeiten in dem Game. Was übrigens richtig geil ist, du kannst dir nicht ausdenken, das ist schon ziemlich krass, dass man sowas machen kann. In so einem Game hätte ich nicht gedacht. Oh, ich kann ihn doch verstellen und oh, ich kann auch das Grünzeug verstellen, wenn man hier ein bisschen näher ranzoomt. Und in diesem Möbelbereich ist, ja, das ist natürlich super. Das ist natürlich super. Dann fangen wir damit doch gleich erstmal direkt an. Sehr gut. Wir machen hier die bisschen Deko. Die machen wir hier direkt vors Fenster. So, Blumentöpfe und Co. Und genauso machen wir natürlich hier auch den Heli. Den machen wir auch direkt vor die Tür. So.
So, jetzt habe ich hier aber lange rumgefuhrwerkt und sämtliche Gebäude und Inneneinrichtungen alle erstmal komplett neu umgestellt. Wahnsinn, was man hier machen kann, und ohne Scheiß, das ist richtig gut, was man hier machen kann. Wahnsinn, also wirklich gut. Gebäude kann man hin und her verschieben, man kann Dekorationen hin und her verschieben und an die Stellen stellen, wie man will. Man hat die Möglichkeit, wenn man sie dann hier in der Hand hat, dass man sie dann so hier, genau, man, es hakt quasi ein. Es ankert quasi hier an den Stellen, wo sie sein sollen. Und jetzt hier zum Beispiel unter an der Wand, zack, dann hakt es genau so, da hätte ich es gerne. Perfekt abgeschlossen hier mit der Wand. So muss das sein. Man hat das richtig gut gemacht. Und dann eben auch hier im Innenbereich. Man kann hier die Teppiche verdrehen und hin und her legen, wie man sie will. Und alles hin und her stellen, wo man gerade lustig ist. Wenn man, ja, wenn es halt im grünen Bereich ist, dann klappt's. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt hier alles umgebaut und ein neues Gebäude reingestellt, laut Tutorial. Einen Waschsalon quasi für die Tiere. Und das Wichtigste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal mein Büro von ganz hinten, also von der kleinen Nische hinten ab nach vorne gestellt. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt gleich, ich war ja hier gerade noch am Computer, entweder ist gleich alles kaputt oder ich bin gleich hier vorne am Computer. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt mal raus hier aus dem Menü. Aha! Und wir sind tatsächlich vorne am Computer. So soll das sein. Mega! Ja, so habe ich es gemacht. Das heißt, man kommt hier rein und ist sofort am Computer. Nicht erst die blöde Rumrennerei hier in die allerletzte Hundehütte. So, ich weiß gar nicht, was hier rum... Hier liegen noch so ein paar Bilder rum. Jawohl, vom Theo. Sehr schön. Können wir es auch wieder wegwerfen? Kriegen wir das irgendwie weg, bitte? Ich hätte es gerne weggetan. So. Dankeschön. Ja, also hier liegt das ganze Gedöns rum. Das lassen wir auch alles hier. Tür zu, und hier ist halt jetzt mein Büro. Genau. Scanner, alles da. Ja. Pflanzen gut platziert. Die Möbel stehen auch alle ordentlich an der Wand. So soll das. Was sagt denn jetzt die Story? Beziehungsweise, nee, wir gucken erstmal draußen. Genau, auch diese komischen Fässer irgendwie alle zur Seite gestellt. Das Teil kann man auch verstellen. Auch das ist quasi Möbel und nicht Gebäude. Das heißt, wenn man im Möbelmodus ist, kann man auch den Heli-Landeplatz verstellen für die Drohnen. Ein bisschen hier die Klimaanlage versteckt. Sehr gut. Den Bereich habe ich hier auch einfach mal zugemacht. Hier muss man noch nicht hin. Und auch das hier habe ich verstellt. Genau, hier unten haben wir jetzt die Müllecke. Und hier, tja, was auch immer das ist, Lager steht hier dran. Liegendes Handtuch. Ach, was, habe ich das hier, habe ich hier irgendwelche Sachen aus Versehen? Liegendes Handtuch. Das gehört doch bestimmt hier rein. Und hier ist jetzt diese Wascharea das erste Mal. Vitrine, ja, nee, ist klar. Ich tu mal das Handtuch irgendwie hier so. Wo kann denn das Handtuch hin? Also. Hier, so. Perfekt. Handtuch, wir haben noch einen Föhn. Und einen Schwamm. Und Shampoo. Sag mal, soll ich jetzt mich hier selber oder was? Und ein Wasserschlauch. Aha. Shampoo und Föhn und Schwamm tatsächlich. Und Wasserschlauch. Nee, ne? Drücke eine kleine Menge Shampoo auf das Tier, dass du waschen möchtest. Geht schon gut los. Sobald dein Hund in der Duschwanne ist, kannst du einen Schwamm nehmen und ihn richtig schön abschwammen, Alter. Ja, sehr schön. Wasserschlauch, richtig gut. Wasserschlauch, spül ihn ab. Abgefahren. Halten, um zu verlassen. Ich habe jetzt kein Tier, also kann ich auch nicht rumballern. Was mich natürlich gerade, muss ich sagen, ein bisschen nervt, ist Dette hier, ne? Und das konnte ich noch nicht mal markieren. Verstehe ich gar nicht. Waschmaschine ist ja nett, aber was soll denn hier so eine olle Baupalette, Alter? Aber so eine anders große. Was ist denn Ditte, ey? Handtuch, Handtuch. Ich hatte doch noch irgendwas. Hatte ich nicht noch was? Da, auf der 5. Ich hatte doch einen Blumentopf. Passt der nicht noch ins Büro?
Ich hatte doch noch irgendwie so ein... Da, was sind die? Ein Mülleimer, okay. Ha! Wer braucht schon einen Mülleimer, Alter, wenn man einen Computer hat? So, perfekt. Erstmal Schluck Kaffee. Perfekt. Und weiter geht's. So, was sagt denn jetzt hier der Part der Story? Bringe den Hund zur Waschstation. Ich habe gar keinen Hund. Denk daran, Hunde sind keine Katzen. Sie putzen sich nicht. Verdammten Hunde, Alter. Okay, alles klar. Wir brauchen als erstes mal einen neuen Hund. Wir haben Platz für zwei Hunde. Das heißt, wir gehen mal eben an den Rechner. Und gucken hier nach wunderbaren Hunden. Jemand hat das Tierchen hier im Kanal gefunden. OMG! Ja, komischerweise muss man es auf einmal sauber machen. Praktischerweise nehmen wir es natürlich gerne auf. Wir nennen es Sheba. Ich würde sagen, wir nennen es Stinker. So, akzeptieren. Perfekt, Alter. Perfekt. Aus der Tür, direkt zur Tür. Stinker ist da. Ja, ja, aus der Ride. Okay, Stinker. Wir brauchen was Shampoo hier für dich. So, wie viel brauchen wir? Viel. Nur ein Tröpfchen, hieß es. Für normale Tiere. Was brauchen wir dann? Jetzt brauchen wir einen Schwamm, Alter. Ui. Nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst. Der ist gar nicht schwarz, der ist weiß. Alter, ich werde weich, ey. Das ist hier wie bei dem... Ist das der Hammer? Und wir haben Schäumen, ist... So. Hier ist wieder abgebraust, Alter. Attacke! Naja. Ich hätte jetzt eher so mit so... Mit so einem Feuerwehrschlauch gerechnet. Alter, wie am Glänzen ist aber auch, ey. Jo, perfekt. Jetzt noch föhnen, ne? Vielleicht sollten wir dich dafür mal irgendwie rausnehmen, ey. Heb hoch. Stell hin. Kann ich nicht hier. Okay, muss er da bleiben. Stell hin. Föhn. Hui. Und wird wieder stumpf und trocken. Donnerlottchen, ey. Schön draufhalten. Jawohl. Der muss ja auch wieder schön plüschig aussehen, ne? Feini. Wann ist er denn fertig? Hoppala. Ich habe gerade das doofe Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Leg den Schwamm ab, nimm den Wasserschlauch. Ja, Hund, sorry, Alter, da müssen wir nochmal ran, ne? Attacke. Okay, jetzt bist du erst ready. Sorry. Weil es so viel Spaß macht, direkt nochmal. Ah, siehst du, dann kommt auch die Anzeige da. Perfekt. Alter, voll der Beauty-Salon, Alten. Oh, wie er jetzt duftet, ey. Schockgüsel. So.
Ihr gebt das Tier der neuen Familie. Wir bringen das Tier erstmal hier in den Zwinger. Feini, Alden. So, brauchst du noch was zu essen? Schön wieder Wasser auf den Kopf kippen. Alles richtig gemacht. Dann hier so ein paar Breckis da nochmal hin. Axt. Auch voll. So. Dann machen wir natürlich noch ein Foto. Oh, habe ich ihn da jetzt damit beworfen oder was? Stinker! Ehre! So, Alden, jetzt gucken wir mal eben, wie sind die Stats? Er ist noch hart am Snacken. Er hat genug getrunken. Gleich müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mit ihm spielen. Was hat er denn? Voller Bauch und so weiter. Aggressiv. Wird leicht wütend. Oh, kann gefährlich werden. Na, dann schmeißen wir den noch ein bisschen durch die Gegend. Den Ball. Na? Feini. So. Und dann gucken wir mal, ob wir den nicht noch ein bisschen... Na. Dass wir ihn da noch mal ein bisschen zahm kriegen, Alter. Siehste, Feini. Läuft, brav, sofort wieder streicheln. Ehre, Alden. Schön einmal drüber wischen über den Hund. Dann freut er sich. Dicke Herzen. So, jetzt wieder Ball. Ball, Ball. Bringt das eigentlich was? So richtig viel bringt das gerade nicht, ne? Danke, Alden. So. Ja, den müssen wir jetzt irgendwie fromm kriegen und vermittelbar. So heißt es ja, ne? Ich glaube, das Hochheben alleine bringt irgendwie nichts, aber hier drüber rubbeln, das ist so der Burner. Schön streicheln, ja, feini. Ob das irgendwie wichtig ist, wo man da rumstreichelt? Das kann schon mal zu extremer Liebe führen, oder? So, was ist jetzt hier mit dir, Alter? Ehre oder was? 89%. Ich lasse den erstmal drin. Wir machen mal ein bisschen Pause, Alter. Kannst ja nicht ausdenken. Und, Ja, du machst das schon. Siehst du, ist doch viel angenehmer. Hier ist nämlich alles direkt dicht, ey. Perfekt. Kriegen wir vielleicht schon noch den nächsten Hund? Der nächste direkt hier. Sehr gut. Tierkämpfe. Alter, richtig gut, ey. Libby soll er heißen? Ach komm. Libby, Tierkämpfer, Alter. Wir nennen ihn erstmal Wotan. So. Akzeptieren. Perfekt. Sagen wir, den haben wir schon mal einen Kampfhund hier, ey. Den werden wir schön mit dem Wasserstrahl säubern. Und mit dem Föhn und dem Wasserstrahl. Na. Feini. Jaha! Ei. Ah ne, erstmal hier ordentlich Shampoo drauf, Alden. Jawohl, aber nicht zu knapp bei dem hier, ey. Dann abschwammen. Aber so richtig schrobbern, ey. Wobei so ein schwarzer Hund ja auch nicht schlecht aussieht, ne? Also. Warum die einfach schwarz lassen? Ist doch auch geil. So, fertig geschrubbt. Jawohl. Abgesprotzt. Feini. Oh, ich hab daneben geaimt. So, jetzt schön ins Gesicht. So. Und dann, wo er jetzt so schön nass ist, nehmen wir mal den Föhn. Oh, mal gucken, ob wir hier nicht einen vernünftigen, trockenen Kampfhund aus dir kriegen, Alter. So. Ja, jetzt ist ja wohl klar, was passiert. Jetzt geht das Training erstmal richtig los.
Hund 1. Hund 2. Hey, mitkommen. Fight! Kämpft! Kämpft um meine Liebe! Kämpft um den Ball! Na, wer will den Ball? Wer will den Ball? Wer will den Ball? Okay, Stinker ist einfach zu bedeppert dafür, ey. Ehre, Alten, hast du gut gemacht. Ja, sag mal, was ist denn jetzt hier, ey? Bedarf Mob. Das ist Pipi. Auf Wiese. Was soll ich denn hier moppen? Wir sollten Wotan eigentlich mal erstmal ein bisschen ernähren, Alten. Hier, Feini. Wotan will trinken. Ja, siehst du, sag ich doch. Der soll erstmal ein bisschen was snacken. Hier. Yeah. Lecker, lecker. So. Feini. So, hier, anderer Hund. Was ist mit dir? 100% Liebe oder so? Bist du ready to go? So, nochmal schön durchgestreichelt. Alter, 100% Liebe. Wir brauchen auf jeden Fall für Stinker jetzt eine Family. Stinker war zum einen aggressiv und zum anderen war er treu doof. Perfekte Kombination. Leicht durch den Wind der Hund. Aber... normal, oder? Guck mal hier, Stinker. So, wir brauchen Aaron Zimmermann. Ah ne, die suchen Katzen. Ja, sag mal, seid ihr lost? Ich hab doch keine Katzen, ich hab nur Hunde. Lustig, mag Kinder und mutig. Tja, das wird jetzt schwierig, Alter. Und der ist auch schon weg. Keine Katzen. Keine Katzen. Keine Katzen. Okay, wir haben keine Kunden. Das heißt, wir spielen mit dem Hund. Ja, perfekt. Ich glaube, wir sind jetzt hier nahezu bei 100%. Schön nochmal ein bisschen gespielt und ordentlich gestreichelt den Hund. Feini, guck mal hier, bei 98%. Sehr gut. Ja, der ist auch immer noch bei 100%. Top. Die beiden Hunde haben hier immer noch freien Ausgang. So, nochmal schön streicheln hier. Ja, er hat halt schon ein bisschen eine Macke, hockt die ganze Zeit in der Ecke. Egal, wir suchen mal Herrchen, Frauchen, neue Besitzer für die beiden Hunde. Und das wäre doch nicht so schlecht, wenn wir da... Pff, aha! Sie wollen alle nur Katzen! So, Claudia hätte gerne einen Hund. Leise und intelligent, ist klar. Ich würde sagen, wir nehmen Stinker. Passt das zusammen? Ja. Oder Wotan? Mutig und aggressiv. Ja. Naja, ich meine Intelligenz und leise und mutig und ruhig. Das passt doch ungefähr. Das passt doch. Die matchen wir einfach. Komm, gib ihm. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt Stinker holen. Die Kunden kommen. Stinker! Neue Familie! Hängt er noch in seiner biologischen Nische? Ist er. Ja, wir kommen. So, Alter. Jetzt tu mal zumindest ein bisschen so auf intelligent. Damit wir hier nicht irgendwie noch Theater kriegen mit dir, ne? So, Hause rein. So. Siehste, Stinker weiß sofort, was zu tun ist. See you, Alten. Rinja hauen. Tür zu.
Nächste, der nächste Glückliche. Ja. Naja. Hahaha. Naja. Vielleicht nicht das beste Match. Aber passt schon, oder? So, jetzt haben wir immer noch den Wotan. Und hier sind nur Katzenleute. Haut doch mal ab, ihr komischen Katzenleute. Ist das nicht klar? Wir haben hier keine Katzen, Mann. Dein Tierheim ist gerade in der Rangliste aufgestiegen. Ja, haha, geiles Tierheim, Alten. Oh, ich bin so glücklich mit dem neuen Haustier, der die Dog. 400 Ocken, alles klar, dankeschön. Rinje hauen. Mir fällt gerade ein, ich habe beim letzten Mal gar nicht. Ich habe ja gar nicht ein Foto gemacht und so Sachen und den Hund reingestellt und vorgestellt. Kein Wunder. Ich muss ja noch so ein Foto machen. Das habe ich ja ganz vergessen. Hör mal, Hund, mach mal so einen auf als ob du so lebensfroh bist und so Sachen. So. Jetzt machen wir mal einen auf Streicheln. So, feini. Hm, jetzt schnell Kamera. Nee, nee, hier bleiben. Stopp. Nee, guck mal nicht so traurig hier außen. So. Ja. Oh, so cute. Okay, Wotan haben wir abgelichtet. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Wotan hier irgendwie vermittelt bekommen. Wir scannen erstmal das Bild. Scanner. Wie war das? Foto. So, da haben wir Wotan, genau. Perfekt. Den brauchen wir nicht mehr, der ist schon weg. Warte, ich kann die so an die Wand pinnen. Perfekt. Ich pinne die einfach hier alle so an die Wand. Wie der verrückte Hundemann, Alter. So. Geil. Nee, ran da. Perfekt, dankeschön. So, jetzt haben wir gescannt. Wotan. Weitere Informationen. Finde ein Zuhause. Foto hochladen. Theo Plötze Wotan. Hier ist er. Auswählen. So, wunderbaren Text verfassen. Finde ein neues Zuhause. Perfekt. Adam Schmitz. Der sieht auch schon aus wie so ein alter Grumpy Man. Als ob der irgendwie einen Wotan gebrauchen könnte. Das sieht auch jetzt schon gut aus, Alden. Unerwünscht Unruhestifter. Ach, unser Wotan doch wohl nicht. Er ist zwar ein Arsch, aber er ist doch kein Räuber. Mutig und mutig soll er sein. Ehre, Alter. Passt. Direkt verkauft. So, Wotan, let's fetz. Ha. Als ob ich hier nicht wüsste, für wen der Wotan hier genau der Richtige wäre, Alden. So, feini. Hat er eigentlich schon 100%? Hat er. Jaha! So, raus damit. Ab. Wotan, Alden, mach einen guten Job. Ja, hier. Ehre, Alden. Rinja hauen. So. Und? Ich weiß nicht, was das hier ist. Kinder im Haus, okay. Aber ich glaube, wir haben richtig gut Points gekriegt. Ding, 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 ding. Geil. Passt im Großen und Ganzen. Next. Cool, ey. Bereich ausweiten. Dadurch, dass wir jetzt hier so viel Kohle haben. Danke. Naja, nur 300. Der war ein bisschen kniepig, ey. Können wir jetzt aber auch hier im Bereich ausweiten. Jetzt sind wir hier wieder im Baumodus. Wir könnten natürlich gerne hier hinten diesen Zwingerbereich ausweiten. Dann könnten wir nämlich zur Not das irgendwie entweder mit anbauen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, das würde
Sinn machen, ja. Ausgeweitet, sehr schön, erledigt. So. Kauf das Gebäude mit Katzenkäfigen. Nimm eine Katze in dein Tierheim auf. Nee, Alter, ist soweit jetzt mit den Katzen? So, Baumodus, Wohngebäude, Katzenkäfig Level 1 und Katzenauslauf ohne Scheiß. Das war gar nicht so einfach, aber man bekommt es hin. Das hier wäre jetzt eine Möglichkeit, den Auslauf zu gestalten. Ist der ein bisschen größer, ein bisschen breiter als der Hundeauslauf? Wir passen das gleich mal so ein bisschen an. Nummer 1 und den anderen setzen wir auch ein bisschen weiter vor. Dass das so einigermaßen bündig ist hier. Ja, den müssen wir ein bisschen weiter vorsetzen. So, ne? Dann sieht das doch so einigermaßen bündig aus. Sehr gut. Das ist wirklich krass. Also das Baumenü hier ist wirklich gut gemacht. Wer hätte das gedacht? So, jetzt können wir hier noch ein bisschen dekorieren. Und damit haben wir einfach mal komplett neu umgebaut. Wir gehen raus, verlassen das Baumenü und ich bin übelst gespannt, wie es denn dann jetzt live aussieht. Aha. Eigentlich auch gar nicht verkehrt. Direkt viel offener eigentlich, wenn man reinkommt. Denn die ganzen Servicegebäude sind so links und rechts so ein bisschen versteckt. Und da haben wir das, was wir auch sehen wollen. Zum einen die Hunde, zum anderen die Katzen. Komplett abgedeckt nach oben hin auch. Wer weiß, wo die immer sich rumhangeln und rauskraxeln wollen. Die Kraxel-Maxel. Sehr schön. Joa. Und ein bisschen Karton kriegen sie auch. Boah, Alter, Katzen haben es ja richtig gut, ey. Joa, ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal ein paar Katzen. Katze-Gebäude haben wir. Und nimm eine Katze auf in dein Tierheim. Gerne. Puh. Frankie! Nee, ne? Da hat der den Frankie ausgesetzt? Das kann ja wohl nicht sein. Da müssen wir erstmal gleich eine Mail schreiben. Den armen Frankie, wie nennen wir ihn denn? Ich würde sagen, unerwartet. Oha, wir sind am Limit der Buchstaben, aber so passt es. So. Das ist ja ein Ding, Alter. Haben wir ihn aufgenommen. Und dann gucken wir mal, wie es dem Frankie denn so geht. Ei, 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 die arme Katze doch. Kannst du dir nicht ausdenken. Mau. Ui, nix Blechle. So, er will auf jeden Fall schon mal trinken und so Sachen. Ja, feini. Komm, gib gleich erstmal schön was Leckeres. Dann hast du auch was zum Essen und zum Trinken. Und ich habe überhaupt keine Pötte, ey. Verdorr ich. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Alles nochmal ein bisschen hier neu sortiert. Hatte ich nur eine Katzentoilette geholt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Könnte aber sein. Okay, wir haben jetzt hier nochmal eine Futterschüssel und eine Wasserschüssel. Zack. Das nicht. Das ist für später. Wasserschüssel. Zack. So, dann haben wir hier... Ja, ich weiß, ey. Das ist vielleicht gerade ein bisschen schief gelaufen. Ich tausche das nochmal eben mit dem Hundenapf hier aus, ey. So. Ausgetauscht. Siehst du, jetzt hast du auch deinen richtigen Napf hier, Alten. Und lecker Futter. Wie denn? Futterschüssel.
Achso, das ist Katzenstreu. Hoppala. So, jetzt hier, Breckis. Feini. So. So. Erstmal voll gemacht. Perfekt. Was? So, Katze, nun komm raus hier, spielen. Lebt die noch? Hier. Erstmal ablasern, Alter. Jetzt hat sie hier schon mal einen Kratzbaum. Magst du den Kratzbaum, Alden? Seriously? Hüpf! Okay, sie hüpfen nicht. In den Eimer! Nicht schlecht, Alter. Bester Job, Alter. Könnte ich im Sitzen machen. Mache ich im Sitzen. Okay. Ja. Ist sie jetzt eigentlich irgendwie so einigermaßen glücklich mit der Situation oder was? Achso, streicheln und so Sachen auch noch. Muss ich die nicht mal sauber machen? Ist die jetzt normal so? Und weg ist sie. Hm. Achso, wir müssen mal in die Stats reingucken. Was hat sie denn eigentlich für Macken? Also, Katze 50% okay. Die hat noch irgendwas Komisches. Sie ist scheu, sie ist aggressiv. Aber sie hat einen vollen Bauch. Perfekt. Mit irgendwas müssen wir weiter mit ihr spielen. Das ist aber tricky, ey. Oh, guck mal, jetzt hat sie einen Kratzbaum. Bringt das irgendwie was? 51%. Guck mal, wächst 52%. Mega. Vielleicht muss man mehrere Kratzbäume haben oder sowas. Jetzt gucken wir nochmal gerade rein. Wir haben hier so einen komischen Keks. Hier so einen Drogenkeks. Hey, Katze, willst du diesen Keks? Hm. Dann rennt sie weg, oder was? Geil. 56%. Ja, Katze, ich meine, ich weiß nicht, was ich so mit dir machen soll. Bist du soweit irgendwie vermittelbar? Ich lasse die, glaube ich, einfach mal hier in den... Ich lasse die im Auslauf. Weitere Infos. Na, guck mal, wächst. Kann sich hier irgendwie... Kann ein bisschen chillen. Ist doch soweit okay, Alter. Übertreib's mal nicht. Hoppala. So, Katze, Foto. Ich kann sogar ranzoomen, Alter. So cute. Unerwartet, Frank hat bestimmt bald ein neues Herrchen. Kann ich mir ja gar nicht anders vorstellen, Alden. Ich wüsste da auch schon jemanden, dem ist gerade eine Katze abhanden gekommen. Und der angelt auch regelmäßig frischen Fisch. Das wäre doch genau das Richtige hier. Der Frankie. So, noch mal ein bisschen schön mit dem Laserpointer spielen. Miau, miau. Gegen das Gitter. Naja, komm, lassen wir das. So, wir haben noch einen Job. Nimm ein Tier mit verletzten Pfoten auf. Aber das ist einfach zu heftig. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Ein Abo da lassen für mich. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Gefängnisfolgen hier vom Animal Shelter Urlaubsopfer Tierheim.